Hallo und herzlich willkommen zurück zu WWE 2K22, wo wir jetzt eine neue Story suchen. Wir haben die Möglichkeit, hier mit Dana Brooke zu sprechen oder auch hier mit Drew Gulak. Ich fange mal mit Gulak an. Hey, I've been meaning to talk to you. I know you've had some success here on SmackDown, but I have some constructive criticism if you're mature enough to handle it. Okay. I'd like to think I am. What is it? I found some holes in your game. Several, in fact. And if you don't repair those holes, they'll get bigger and bigger and you'll never make it to the next level. Really? Yes, really. You can ignore what I'm saying and accept mediocrity, or you can take my advice, train hard, and better yourself. I don't know. What do you get out of all this? Other than the satisfaction of helping someone become the best version of themselves? Potentially a tag team partner. But only if you accept my help and address your weaknesses. I can make a slideshow if it'll help make this any clearer. I don't think that will be necessary. Okay, so what's your answer? Do you want my help or no? Ja, komm. I want to be the best I can be. So let's do this. Great. I'm going to run you through an intense program of challenges that will pinpoint and correct each of your weaknesses. First up, your toughness. From what I've seen, it's lacking. Agree to disagree. No. Agree to agree. To fix this deficiency, I want you to go start a fight with Riddle and win. Got it? All right. Training Day. Ja gut, dann legen wir mal los. Er sucht einen Tag-Team-Partner. Oh Gott, ich hoffe nicht, dass wir in die Tag-Team-Division rutschen, ehrlich gesagt. Ich bin sehr zufrieden als Singles-Wrestler, muss ich dazu sagen. Und ein, ja, weiß ich nicht, ein Team würde für mich nur in Frage kommen, wenn ich danach auch meinem Teampartner in den Rücken fallen könnte und man sich dann gegenseitig eben bekriegt. Ansonsten, naja. Aber gut, schauen wir erstmal. Riddle attackieren ist ja erstmal gar kein Thema. Yeah, du wurdest attackiert. What's going on here? It looks like we have a communication breakdown backstage. Oh my god, there they go. He must have had that scouted. Oh, das sieht geil aus. Da liegt der Tisch, so. Auf den Stühlen. Eigentlich auch voll geil. The sound of this crowd is so, Riddle, hoch mit dir. Turn out the lights. He deflects it right back. Naja, schade. To the body with the chair. Nice evasion. Ouch. Reversal after reversal. These two are ready for each other. Nein, Riddle. Das machen wir nicht. Eye for an eye here. Der kontert uns halt da aus. Was soll denn das? Weg mit dir. Kann man mit der Tonne eigentlich was anfangen da? Die lacht mich halt schon länger an. Ouch. Headbutt, ouch. Hör auf. Riddle, stopp. Er hat kurz drüber nachgedacht, ob er hier die Schaufel holen soll oder generell eine andere Waffe, die da rumliegt. Hätte er's mal gemacht. Riddle avoids the attack. Crushing knee strike. And proving a bit slippery for them there. Den kann ich auch. So, Neckswing-Ansatz.
Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man da nicht rüber kann, ne? Hier über... Ja, jetzt wollte ich es den Leuten mal zeigen. Danke, Riddle. Vielen Dank. Nice takedown. Taken down to the canvas. Autsch! Oh, der hat aber gut gesessen. Und die Schläge, die Hammer Fists in den Twister. In den Twister. Oder Bro-Mission. Natürlich. Natürlich ist es die Bro-Mission. Alter. Die Hammer Fists waren ja ekelhaft. Mal davon abgesehen, dass der Kick auch nicht gerade nett war. Der vorangegangene. Das war wirklich so mit den Zehen nochmal gewischt. So, Inverted Olympic Slam. Oh, stark. Starkes Ding. Wir müssen echt aufpassen. Da packt er zu. Wir kontern ihn aus. Und jetzt geht's zur Sister Abigail. Gute Nacht. Aber der ist noch da. Er ist noch da. Ich weiß nicht, ob das so schlau wäre, das mal auszuprobieren hier. Ja, man hätte runterspringen können. He's staring his opponent down, getting into that zone. So. Cross the shoulders. Air raid crash. Immer noch nicht zu Ende, Alter. Riddle, du Tier. He is revving up the engine. He's ja, komm hoch. Let anything stop him. Nee, brauchen wir nicht. Hier reicht. Oh, natürlich. Genau in die Kombo. Genau in die Kombo. Und does anyone know if this area is even up to safety code? I don't know, Saxon. These guardrails have been looking a little loose. You don't want to get close to any ledges up there. Ja, toll. Fernseher schaltet sich aus. Ich kann gerade nicht. Kann gerade nicht. This is not an area to go ballistic. You are not gonna just hurt your opponent. You're in constant risk of hurting yourself. So, 4,5 Minuten, bis der Fernseher ausgeht. Oh shit. Great awareness from Riddle. Ich kann gerade nicht. Ich sehe zu wenig vom Bild und kann auch gerade nicht. So, jetzt liegt er im Moment. Ah. Hier oben sind wir. Das sehe ich ja jetzt erst. Es ist immer noch nicht vorbei. Jetzt. Autsch. Oh, das war aber echt ein Suicide Dive, ne? Man stelle sich vor, er bricht sich die Rippen. Und wir erstechen uns selber mit seinen Rippen, die aus... Ja, egal. I saw what you did against Riddle. Could have been worse. I took down one of the toughest guys on the roster, and that's all you can say? It was a step in the right direction, but you have more leaks in your boat to repair if you want to be the best version of yourself. Okay, so what leak are we fixing next? I see holes in your submission game. Oh yeah. Prove me wrong in a submission match.
And I'll be out there watching in person. So no shortcuts. Because... Shortcuts are bad? No, we've been over this. If you take shortcuts, you get cut short. Now come on, start paying attention and don't let me down. Mhm. Submission Match. Wahrscheinlich gegen Gable, oder? Also Riddle fällt ja jetzt raus. Wer ist denn noch so ein Submission-Experte bei SmackDown? Also ich habe es jetzt so verstanden, dass Gulak selber nicht ran will. Von daher streichen wir den. Cesaro vielleicht noch? Ich meine, Roman hat auch seinen Chokehold, ne? Okay, schauen wir einfach mal. Cesaro. Okay. Ein Submissionsmatch. Ich würde mal sagen, wir versuchen es mit dem Bearhug. Also jetzt ordentlich den Oberkörper bearbeiten. Und dann umarmen wir ihn einmal ganz feste, bis er eben sagt, er möchte nicht mehr. Und Dragon Screw. Da geht's dann los. Der Mann, der uns aus dem... Oh, sehr schön. Der Mann, der uns aus der Battle Royale geworfen hat, die uns aber immerhin zum Face gemacht hat. Immerhin das. Hat Cesaro uns gebracht. Schön. Mal wieder. So, dann Whip in und nicht rechtzeitig zupacken. Ich finde das Timing hier echt schwierig. Da war ich da auch zurück. Einfach mal und zeigt den Neckbreaker. Und in den Gut-Wrench Suplex. Gefolgt vom fast schon Knee Strike. Du suplexst mich nicht, Junge. Aber du haust mir auf die Fresse. Ist auch nicht viel netter. Inverted Suplex. Okay, jetzt geht's wieder komplett raus. Dann verstehe ich es doch nicht so ganz. Ja, Cesaro, das ist natürlich... Für die Submission aus dem Ring zu gehen, ist halt auch wirklich dumm. Aber gut. Ja, komm. Weitere Bearbeitung des Körpers. Ist zwar schon rot, aber da geht immer noch mehr. Und natürlich auch für den Kopf ein bisschen was. Und einmal ganz kurz der Tour of the Islands. Jetzt lass den bitte durchgehen.
Nein, er kontert den Spear in den DDT. Oh nein, 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 nein. Sharpshooter. Sharpshooter von Cesaro. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Okay, wir kommen raus, bevor wir in die Seile... Bevor wir die Seile berühren können. Ja, hoch mit dir. Mann. Dass man aber auch nicht diesen einen Moment hat. Weil wenn ich es zu früh rücke, macht er einen Double Extended Blow. Gulak stellt ihn auf, aber schlägt nicht zu. Das ist immerhin sehr gut. Cool, wenn wir jetzt vielleicht den Ref umhauen. Gulak, hallo. Lass den Mann doch einfach in den Ring kommen, genau. Was zur Hölle? Ja, weicht dem Signature aus. Und wieder in den Inverted Suplex. Oh, Camel Clutch oder sowas? Ja. Ja, sowas in der Art. Sowas in der Art. Und ich kann diesmal nicht nach vorne kriechen. Nicht so wie beim Sharpshooter. Brauche ich aber auch gar nicht, weil ich komme so raus. Bearhug. Bearhug ist drin. Ja, aber noch nicht so, dass es... Nee. Okay. Nicht kontern, Junge. Nicht kontern. Sehr gut. Ja, ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht und könnte reichen. Es reicht. Ja, Gulak, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Win in the submission match last week, but when I was out there, I noticed you rely on reversals way too much. That's a hole in your game I didn't even know existed. You're turning out to be a bigger project than I thought. You're not giving up on me, are you? No, never. It's just going to take more work than anticipated. First, let's nip this reversal issue in the bud. In your next match, you're not allowed to use any reversals. Got it? Yep, and no shortcuts, because if you take shortcuts, you get cut short. There just might be hope for you after all. Ein Match ohne Reversals? Wie soll denn das funktionieren? Ich muss doch irgendwann einmal reversen. Sonst komme ich ja gar nicht mehr in die Offensive. Also, wenn ich überhaupt gewinnen soll. Ich kann mich auch komplett verprügeln lassen. Das ist dann ja auch ein Match ohne Reversal. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Bin sehr gespannt. Vor allem auch gegen wen? Ja, uns kennen wir ja. Hey, it's a Lucha
Lice Dorado. You're looking at a well-traveled superstar who has seen a lot in the ring. With experience comes confidence. Ich darf nicht kon- Ja gut, das ist das Gute ist ja, dass wir ihm, also dass wir schon ganz ihn ganz viel wegtreten in dem Sinne und wegdrücken, indem wir oder weil wir einfach schwerer sind und so. Und wer weiß, wenn er, keine Ahnung, wenn er sich jetzt einfach überrollen lässt von uns. Also wenn das so funktioniert, dann habe ich halt echt gar keinen Stress damit. Er konnte halt ja wirklich gar nicht. Oder gilt das halt für uns beide, dass wir beide einfach nicht reversen dürfen? Weil dann... Double Underhook, Langblauer, lang nicht mehr gezeigt. Oh, schönes Ding. Aber er kickt aus. Oh nein. Damit fangen wir jetzt nicht an, Junge. Und in den Spear. Natürlich. Jetzt werfen wir wieder alles raus mit Pin-Kombo. Okay, nochmal Anlauf nehmen und dann den Flatliner. Das war einer der besseren Headbutts. Bringt den Gegner direkt zum Bluten. Aber es sieht so aus, als wenn es einfach wirklich ein No-Reversal-Match wäre. Nein, Lindsay, nein. Und Spinebuster mitten im Ring. Eins, zwei, nicht die drei. Jetzt aber. Ansatz zur Sister Abigail. Die geht durch. Und Lince Dorado kickt aus. So. Jetzt aber.
Elevated DDT. Was ist mit diesem Mann los? Wir powern uns jetzt durch mit einem wunderbaren Exploder Suplex. So, und damit haben wir schon mal ein Match gewonnen. Senton. Okay, cool. Also, wir werfen uns auf Lince Dorado. Also, wir werfen uns auf die Gegner drauf und gewinnen dadurch. Wenn es so einfach ist, man könnte eigentlich ein komplettes Moveset, glaube ich, darauf ausbauen, oder? Einfach nur mit Splashes und, weiß ich nicht, Sentens und alles Mögliche einfach. Big Splash, dann den vom Ultimate Warrior, damit man eben auch auf den Rücken springt. Das würde schon klappen. You're progressing nicely with your training. But we still have more to fix. Alter. Okay. What's next, coach? We've talked a lot about shortcuts, and one of the ultimate shortcuts in sports entertainment is top rope maneuvers. You might remember my presentations on the risks these moves involve and my support of the no-fly zone. Of course. How could I forget the NFZ? Abbreviations are verbal shortcuts. Oh, right. Sorry. So your next match will be contested under no-fly zone rules for both you and your opponent. Let's see if your ground game can get the job done. Ich wollte gerade sagen, das ist uns ja relativ egal, aber wir haben mit der Flying Senton Bomb gewonnen. Ach du Scheiße. Aber ja, hier auch, der Gegner darf nicht vom Top Rope kommen. Ist jetzt nur die Frage, ist das jetzt jemand, der normalerweise mit dem Top Rope arbeitet? Oder ist das jetzt ein sehr ground-basierter Typ? Also, dass wir auch richtig in Arbeit kommen. Apollo, okay. Ja, gut, ist auch schon so. Fliegt halt auch gerne. Aber er kann es halt auch aus dem Stand, ne? Aber Konter darf ich schon noch. Er geht hoch. Oh oh. Er geht hoch. Er darf das doch nicht. Geht auch deswegen sofort wieder runter wahrscheinlich. Ich darf nicht kontern. Hallo. Ich möchte mich doch jetzt hier nicht verprügeln, dass... Aua. Beschwert... doch. Ne, erschwerte Bedingung. Nicht so cool. Okay, das war irgendwie ein sehr süßer Sprung. Ich hasse dieses beschissene Timing. Knee Lift. Nochmal ein Knee Lift. Schöner German. Und Tour of the Islands.
Natürlich. Apollo. Oh Gott, er hat genau auf die Panda getreten. Du Panda-Hasser. Er geht wieder aufs Top-Rope. Was du nicht darfst. Aber ich verstehe es schon, ne? Macht schon irgendwie Sinn. Ist halt so drin, dass man da hochgeht und eben zum Sprung ansetzt. Und wieder die Headbutt. Macht das die Maske irgendwie? Das ist uns jetzt zum zweiten Mal passiert und vorher ohne Maske noch nie. Kann auch alles gerade Zufall sein. So, komm. Wundert mich jetzt irgendwie nicht, dass der auskickt. Aber dann hauen wir dir jetzt einfach weiter ins Gesicht. Oh, danke. Danke fürs Rauswerfen. Und danke fürs wieder reinschicken. Das hat ja richtig was gebracht. Lock up. Und wieder in den German Suplex. Und wie schnell gezogen. So, Knee Lift. Und nochmal Knee Lift. Natürlich. Aber schöner akrobatischer Konter und dann mit dem Armdrag das Ganze abgeschlossen. Spinebuster. So, einmal gekontert. Und dann, ja, wieder mal auf den Kopf. Und Tour of the Islands. Eins, zwei, drei. Haben wir es denn jetzt, Coach? Kommt da noch was? Ah ja, die große Abschlussprüfung wahrscheinlich noch gegen Gulag. Oder mit Gulag um irgendeinen Tag-Title. Nein, nicht Tag-Title, aber vielleicht ein Tag-Team-Match einfach. I have some bad news. You failed the Drew Gulak training program. What? What do you mean? I did everything you told me to do. I passed all your tests. Sorry, you just don't have what it takes. There were too many holes to fix and not enough time. I'll need to look elsewhere for a partner. No, I will not accept this. I'm light years better than I was when we started training together, and you know it. Okay, okay. You passed your final test. What? Good job. Oh God, ernsthaft? Huh? Your last weakness was perseverance, but you just refused to accept failure. You're now truly ready to be my partner. Congratulations. I'm proud of you. Thanks. All right, now that the easy part is over, let's get to work. We have our first match teaming together next week. If you apply everything you learned, we'll be holding tag team gold in no time.
Go celebrate for a few minutes, then we'll start breaking down film on our opponents. This is going to be fun. Es wäre jetzt geil, wenn man wirklich eine Sequenz hätte, wo man dann wirklich den Gegnern zugucken könnte. Also wirklich, stellt euch mal vor, so, dann siehst du halt oder seht ihr halt unseren Typen und Drew Gulak vorm Fernseher sitzen und dann können wir uns Kassetten aussuchen. Richtig schöne Videotapes einfach. Und dann stehen da die Namen drauf, so das Team und das Team und das Team und dann suchen wir uns das halt selber so aus. Das wären so simple Sachen. Aber gut. Ja, jetzt kommen wir hier wieder so zum Ring, toll. Natürlich. RK Bro. Wahrscheinlich. Schade, dass sie ihren Tag Team Entrance nicht haben. Nee. Ach so, einfach zusammengewürfelt hier. Riddle und Apollo Crews gegen Alex Stream und Drew Gulak. Team up for the first time here tonight. Gulak's molded his partner in his image and the two now seem poised to go after the ja. Team goal. Gulak macht hier seinem Coaching alle Ehre. Ist aber noch in dem Nicht-Reversal-Mode, wie es aussieht. Oh, schöner Dropkick. Schade. Close dann ausgewichen. Und was für ein Gut-Wrench-Suplex. Interessant. Close dann geht daneben. Und wieder dieser Gut-Wrench-Suplex. Chinbreaker. Coach, Sie haben ein sehr interessantes Moveset, muss ich sagen. Mit einer Powerbomb mal mittendrin. Sehr cool. Und wie gut sie kontern können, Coach. Ich bin beeindruckt. Ach, Coach, ich arbeite so gern mit ihnen zusammen. Double Back Body Drop. So, Coach, jetzt zeige ich Ihnen nochmal, wie das richtig geht. Ich als Universal Champion. Oh, Sidewalk Slam. Backbreaker. Nochmal. Schöne Kombination. Haben Sie das gesehen, Coach? Bin ich ein guter Schüler? Coach? Gucken Sie mal, Coach, wie ich mich hier in die Ecke werfen lasse. Nur um ihn dann auszukontern. Gucken Sie sich das an. Wie viel ich von Ihnen gelernt habe. Ah. Hat er auch bei Ihnen das Training gemacht? Der kontert auch so gut. So, gucken Sie mal. Cloverleaf Backbreaker kann ich voll gut. Oh, schön. Der Running Neckbreaker hier. Und er geht aufs Top Rope. Jetzt darf er es. Jetzt darf er es tun. Und wir können nicht ausweichen. Ich dachte, ich krieg den wenigstens noch gekontert. Aber da war nicht mal die Eingabeaufforderung. Ja, das Timing, da habe ich schon ganz gut drauf mittlerweile. Also wenn es ums in die Ecke whippen und dann wechseln geht. Da ist das Timing zum Kontern schon perfekt, möchte ich mal behaupten. Und jetzt die Late Vertical Suplex. All night long, ja, so hält er uns wahrscheinlich. Oh Gott. Und die Headbutt von Riddle.
Das war alles. Er kommt. Es kommt wieder Apollo rein. Nur um aufs Top-Rope zu gehen. Coach, ich glaube, er hat nicht das Training bei Ihnen gemacht. Aber ich habe es ausgekontert. Haben Sie das gesehen? Haben Sie gesehen, wie gut ich gekontert habe, Coach? Coach, das war voll gut, oder? Und gucken Sie mal, jetzt hole ich mir auch noch Riddle in den Ring. Gucken Sie mal, wie gut ich das mache. Gucken Sie das gegen beide. Gucken Sie, Riddle ist immer noch benommen. Wie gut ich das gemacht habe, oder? Ein bisschen zäh, der gute Mann. Ja, und der Coach ist ein bisschen abgelenkt gerade. So. Jetzt ist er nicht mehr abgelenkt. Ja, genau, Coach. Machen Sie ihn fertig. Ich kümmere mich hier um Apollo und Sie machen... Coach, Sie machen das perfekt. Coach, ich bin sehr stolz auf Sie. Oh Gott, Coach, er hat mich ausgekontert. Ah, schade. Da ist er schon wieder. Der Matt Riddle. Yes! Es war so klar. Es war so klar, dass da noch irgendwie was in die Richtung kommt. Drew Gulak turnt also gegen uns. Sind wir besser geworden als der Meister? Ist der Schüler einfach dem Lehrer über den Kopf gewachsen? Bin mal gespannt. Drew, you trained with your partner for weeks and finally teamed together tonight for the first time. But then, for some reason, you attacked him after the match. Can you explain why? I'd be happy to. You see, when we were training together, everything was so easy for him, okay? No matter what test or challenge I threw at him, he passed with flying colors. And the whole time, he had this attitude about it, almost like he was doing me the favor instead of the other way around. And then, when we finally teamed together, he just had to get the win, right? It was his way of trying to one-up me, because he thinks he's so great. Well, I've got news for him. He's not, and I'll prove it. Because he thought he passed all the tests, well, he didn't. I'm the final test, and this time, he's going to fail. So, you're challenging him to a match? Yes, but not just any match. I want to see if he actually learned anything. So I'm proposing a match with no shortcuts allowed, which means no running, no escaping the ring, and no top rope moves. Now we'll find out who's got holes in their game and who doesn't. Aber Content darf ich, Coach? Darf ich Content, Coach? Sind Reversals okay? Das haben Sie jetzt gerade nicht erwähnt, Coach.
Ja, dann hauen wir Gulak eben nochmal auf die Fresse. Mir egal, was du mir für Fesseln anlegst, Drew Gulak. Ich werde dich trotzdem schlagen. Herausforderung angenommen. Hashtag keine Abkürzung. Let's go. Ich habe mir auch mal so Gedanken gemacht, Finn Balor hatte ja bei NXT seine eigene Klausel, dass jedes Match ein 5 Minuten Zeitlimit hatte. Wie wäre es, oder ich fände es für mich persönlich sehr geil, wenn ich für meine Matches jedes Mal ein First Blood Match hätte. Ich habe da irgendwie Bock drauf. Aber gut. Das ist jetzt sehr weit, ne? Sehr weit. Sehr weit gedacht. Aktuell aus dieser Story raus. Ich weiß nicht, wie ich da gerade drauf komme. Auf jeden Fall ist wieder WrestleMania Season. Es ist wieder WrestleMania Season. Wir sind bei Fastlane. Das heißt, wir haben den Rumble schon hinter uns gelassen. Schade. Wir haben unsere Royal Rumble Teilnahme also verschwendet für eine Zusammenarbeit mit Drew Gulak. Natürlich. So. Ah, Schaden zufügen. Geil. Wir kriegen hier Zwischensequenzen. Ach ja, und er ist ja ein Cruiserweight, ne? Das heißt, er kann uns auch nicht hochheben und so geil. Okay, er darf kontern, das heißt, wir dürfen es auch. Okay, wir dürfen nicht aus dem Ring abhauen auch. Das heißt, er kann uns auch nicht rauswerfen, wir können ihn nicht rauswerfen. Wir können nicht vom Seil springen, es ist also... Ja, ein ganz normales NXT-Match würde ich behaupten wollen. Einzige Schwierigkeit halt nicht rauszugehen und den Gegner, oder den Gegner rauszuwerfen so, aber ansonsten... Obwohl, keine Angriff vom obersten Seil. Ne? Das heißt, unser Cutter ist eigentlich doch schon in Ordnung. Okay. Er hat jetzt aber richtig Spaß dran gerade hier. Autsch. Und ich darf nicht kontern. Gerade. Ich kann es zumindest gerade nicht machen, weil ich benommen bin. Signature? Okay. Ja, da kommt ein Move vom zweiten Seil. Das ist also in Ordnung. Tour of the Islands. Boom. He's getting a huge boost right now from all those chants and cheers. Ja, dann darf ich das aber auch. Da kam gerade ordentlich was dazu, ne? Das hat ordentlich Damage gemacht. Vielleicht mit dem Flatliner auch nochmal nachsetzen. Und dann nochmal der Running Power Slam. Und dann dürften wir, glaube ich, schon genug haben. Na, fast. Ach komm.
this match? He tripped over the ropes. And with the referee down, Gulak is showing you exactly the kind of man he is, breaking the rules. Er geht aufs Top Rope. Er geht aufs Top Rope. And an opportunist. The no-fly zone has been temporarily lifted. Und er hüpft aus dem Ring. Leaving the ring, another rule. Natürlich. Na Coach, Sie sind aber... Just as the referee recovers, Gulak initiates a side headlock. What's wrong with that? It's perfectly legal. Yeah, after he broke three other rules. You guys are nerds. Oh, und wunderschöne Clothesline. Und wir können das Ding schon wieder verlieren. Ich will das Ding nicht verlieren. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Darf ich da nochmal eine Fehde gewinnen? DDT. So, Knee Lift. Irgendwie habe ich ein nervöses Beinchen ständig. So, dann zeigen wir nochmal den. Und machen uns ready für einen Spear. Da kommt er durch. Ja, direkt in den nächsten Finisher. Den er auch kontert. Shit. Und das wird nicht gut. Das wird nicht cool, wenn er den jetzt direkt einsetzt. Ja, denn wenn jetzt der Dragon Sleeper kommt, haben wir ein Problem. Da ist der Dragon Sleeper und wir sind im Seil. Wir sind im Seil. Hallo, wir haben das Seil berührt. Oh, scheiße. Ach, komm. Wir können keine Story mehr gewinnen gerade. Das ist doch zum... Ja. Vorbei, ne? Story vorbei. Die wäre jetzt auch so oder so vorbei gewesen, aber... Sie ist jetzt halt wieder... Verloren vorbei. Ach Mann. Ich weiß, Adextreme, dieser Kampf wird dich noch lange verfolgen. In deinen Albträumen. Lol. Nervtötender Gefallen. Ich will nicht schon wieder verteidigen müssen. Also, eigentlich schon, aber in einer guten Story, wenn schon, denn schon. Okay, wir gehen nochmal in den Billardsalon. Und gucken mal, ob Dana Brooke da noch rumsteht. Wenn sie da noch steht, dann kann ich euch sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder und sprechen dann Dana Brooke an. Ansonsten überlege ich mir in der Zwischenzeit was anderes. Auf jeden Fall ist die Folge jetzt gleich vorbei. Das... steht auf jeden Fall fest. Und sie steht noch da. Alles klar. Dann werden wir mit Dana sprechen in der nächsten Folge. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Und ich hoffe, dass wir mal irgendwie eine Story erfolgreich beenden können. Vielleicht dann auch sowas Cooles wie jetzt gerade gegen Gulak. Das hat mir echt gut gefallen, muss ich sagen. Also ja, dann bis zum nächsten Mal und ciao.